Hier mal ein kurzer Blick auf das neue Feature zur Bildmanipulation in Typo 3.7 Master. Ich habe hier ein normales Inhaltselement-Text mit Bild. Editieren wir das mal. Habe hier mein Bild und hier unten gibt es jetzt den Button Image Manipulation. Und hier kann ich jetzt den Bildausschnitt bestimmen. Kann das hier beliebig verschieben, frei vergrößern oder verkleinern. Habe hier schon bestimmte Seitenverhältnisse, die ich hier nehmen kann und dann auch proportional hier verändern kann. Wenn ich auf Accept klicke, wird das übernommen. Ich sehe das hier unten. Und beim Speichern sehen wir das hier auch. Das Ganze kann ich natürlich jederzeit nochmal ändern. Sieht dann so aus. Oder auch jederzeit wieder rückgängig machen. Und dann haben wir hier das Bild in der normalen Größe. Also ich bin mir ziemlich sicher, dass die Typo 3.7 LTS so richtig, richtig cool wird.